Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Holzer Map, ja. Letzte Folge haben wir ja angefangen hier unsere Kühe zu versorgen, ne? Müssen wir auch jetzt mal eben weitermachen. Aber es geht ja mit dem Schlepper gar nicht. Er hat ja dieses Turbogetriebe drin. Das machen wir jetzt auch eben, ne? Damit das erledigt ist. Und ich da einen Checkhaken hintermachen kann. Ja, größtenteils. Wir müssen gleich runterfahren, ne? Wir sind zum Rübenschnitzler. Gar nicht gut. Da geht ja enorm an Futter rein, haben wir ja festgestellt, ne? Richtig schickifeini. Freue mich richtig drüber. Oh, Stroh, ja, 681 dann auch wieder rausholen, ne? Aber den brauchen wir eh gleich. Haben wir den Wagen noch unten stehen? Ich glaube wohl, ne? Brauchen wir ja. Da ist nichts an Futter drin, ne? Danke. Dass ich hier gegen die Tür brackeln durfte. Vergesse es immer wieder. Wo ist hier noch mehr Heu, als ich dachte? Nee, wir müssen zu den Händler. Eben die Ballen hier runterholen. Können wir gleich weitermachen. Wir fahren erst zum Händler. Mann, ich könnte ja auch mal was vernünftig klappen. Nee, ne? Irgendwas ist immer. Dann ist hier so viel rein zu bollern, da so viel rein zu bollern. Ist ja krass. Was da an Futter. Oh, wir haben ja einen Grasballen. Den können wir auch gleich eben in den Stall fahren. Dann haben wir nicht so einen Stress. Dann können wir in Ruhe machen. Weil da muss jetzt gleich erst Stroh rein. Das ist wie sie. Die Grundversorgung da ist, ne? Wir dann nicht so einen Stress haben. Na, ich glaube, ich habe Pflegereifen drauf. Kann das sein? Komm schlecht in den Stall rein. Reden nicht vergessen, Sven. Ja, mache ich. Boah, ich bin so was von groggy, ne? Es gibt so Tage. Ich habe noch keine Pause gemacht, seit ich zu Hause bin, ne? Wie gesagt, ich war direkt draußen. Hab mir gedacht, jetzt ist schön Wetter. Jetzt kannst du mal eben schön Laub wegmachen, bevor das noch wieder nass wird, ne? Ja. Dann war den so. Dann fehlte mir natürlich Talbauer. Kennt ja das Thema, ne? Irgendwas ist ja immer. Wie das halt so ist, ne? Dann können wir auch ihn hier reinstellen, wa? Dann brauchen wir gleich den Dorz. Und dann. Wenn ich noch nicht mal Mittag gegessen, noch keine Pause gemacht und dann irgendwann merke ich das. Dann ist keine Konzentration mehr da. Es ist manchmal nicht so einfach. Aber jetzt ziehen wir erstmal das Programm durch und dann wird Mittag gegessen. Da freue ich mich drauf. Ich habe nämlich ein leichtes Hüngerchen. Und dann habe ich natürlich so einen schicken Fiat von Sven gekriegt, ne? Mit dick Sound drinne. Muss Sven ihn natürlich auch erstmal testen, ne? Echt, der Sven, ey, das ist so ein Feinfitti, ne? Ja. Muss ich ja irgendwann mal.
Oh nee, ne? Das ist so klar. So, da geht ja gar nicht viel Stroh rein, ne? Aber wenn wir gerade hier sind, bevor wir dann hier eine Leerfahrt machen, können wir eben zwei Ballen hier mitnehmen. Wäre ja sonst nicht so schön. Extra eine Leerfahrt. Wäre ja auch doof. Das wäre ja dumm, oder Leute? Das wäre so richtig dumm, extra eine Leerfahrt zu machen. Ne? Stelle merken und waschen, oder? Hat jemand ein Edding? Dann kann ich da eben so einen Kreis drum ziehen. Dann weiß ich fürs nächste Mal, wenn ich mich frisch mache, wo ich mich waschen muss, ne? Ja, hilft immer. Stelle immer schön mit dem Edding markieren. Dann weißt du auch genau, wenn du duschen gehst, wo die Stelle war, die gejuckt hat. Das ist ein guter Tipp von mir, ne? Würde ich mir merken. Am besten nimmst du schwarzen Edding, der hält ein bisschen länger, ne? Passt da eh alle rein. Echt. Jetzt sind wir wieder eine Folge nur am Ballen schaukeln, füttern hier und füttern da. Wahrscheinlich nächste Folge auch noch füttern hier und füttern da. Weil da 37.548,5 Millionen Liter an Futter reingehen, ne? Echt, ich finde das nicht normal. Wie, das wird nicht in 22er besser. Jetzt mit den Fütterungen so ein bisschen angepasst haben. Ich finde das echt anormal. Das wäre was, was ich mir für ein LS22 gewünscht hätte. Dass man ein bisschen mehr auf die Tiere eingehen muss, also auch mal hingehen muss, anklicken. Wegen Tiergesundheit. Nicht jedes Tier, aber auch mal hinklicken. Und dass sie die Fütterung hätten, die anpassen sollen. Ey, das wäre echt ein dickes, fettes Ding in zwei. Jetzt mache ich eine Leerfahrt, ne? Im 22er gewesen, ne? Direkt gleich noch einen Wagen mitnehmen. Stroh organisieren. Ich wollte eigentlich keine Leerfahrten machen. Mann, ey. Wie ist, wenn du dann ansappeln bist, ne? Hast du schon wieder was anderes in der Birne? Ist nicht so gut. Ich habe auch noch kein Bild. Halt mal jetzt an. Wir machen erstmal jetzt ein Bild. Vorher läuft hier gar nichts. Sollen wir mal so machen? Danke. Hoffentlich hast du auch gedruckt. Das passiert mir in letzter Zeit andauernd, ne? Da denkst du, du hast ein Bild gemacht. Dann willst du das Video hochladen. Keine Bild da. Schickifeini, sag ich euch. Schickifeini. Da kriege ich einen Würgereiz, boy. Das mocke ich ja gar nicht, ne? Und die dicke Bärte ist aus dem Stall abgehauen. Nee, da geht ja fast nichts an Stroh. Kann's doch nicht sein. Müssen wir echt gleich unseren 631 nehmen und runterjuckeln? Dass wir nehmen den großen. Ab und zu muss man auch mal den Mund halten. Sag ich immer wieder. Ab und zu muss man auch mal den Mund halten. Wir müssen Grassilagen machen. Ich will jetzt nicht mal einen schön aufgestapelten Haufen da hinten wegmachen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Ballenstapeln, ne? Was ist? Wir machen direkt Ballen. Das ist eh noch jede Menge mehr. Wenn der Stall voll ist, sind wir pleite. Kannst von ausgehen.
Denn da ist nichts drin. Guckt euch das hier an. Biertreber-Silage müssen wir von unten mitbringen. Rübenschnitzel. Oh, Stroh ist voll fast. Okay. Da ist nichts drin. Ich krieg hier einen Föhn. Na ja, komm. Eben das Gewicht weggeschmissen, wir vorne hin zum Händler. Nee. Wir brauchen den Schlepper ja jetzt gerade nicht dafür, ne? Nee, den brauchen wir eigentlich nicht. Ein bisschen Schub geben hier. Dich brauchen wir gleich. Biertreber? Ist das Biertreber-Silage? Ich habe jetzt gar nicht genau hingeguckt. So, können wir auch so aufpieken, ne? Weil das ist wieder so ein Ball, der wieder spazieren rollen wollte. Kann's nicht sein. Ich dachte, wir können hier so ein paar Bällekes demnächst verkaufen, ne? Chikramis. Da kannst du mal knicken. Oh, wie, es gibt ja Deutschstoff. Kannst du schon mit vorne. Läuft. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht da rein auf den Futtertisch, ne? Oh, doch, 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 läuft, läuft. Wer hat ja gelacht? Wie auf diesem Nicht-Profi-Kanal, ne? Ein Bällchen für Svenny. Ne, hier den. Den nehmen wir mit. Und ein Bällchen für meine liebe Mama. Ne? Den nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir Schub. Was die Kiste hergibt. Und dann bremsen wir ab. Weil wir fast an Stall sind, ne? Und dann ärgern wir uns darüber, wie viel Futter da reingeht. Ich weiß, ich brauch's nicht voll machen. Aber für mein Gewissen ist das besser. Ganz einfach. Damit ich ruhig schlafen kann, muss die Futtermittel da fast voll sein. Das kann ich heute Nacht nicht schlafen. Oh nee. Jetzt aber. Ha! Läuft! Ich spare. Fuhr jetzt mal wieder einen halben Stall in Klump. Rennt denn du jetzt, wa? Das lügt mal. Nee. Ist ja nicht so schickifani hier, ne? Ich noch machen, ne? Man brackelt nicht so auf der Wiese. Nur bei Svenny. Weil er hat's eilig. So ein Mädels soll es ja gut gehen, ne? So, liebe Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!